Tag 11. Die Tür ist auf. Kommen Sie rein. Haben Sie schon gewartet? Ja, das freut mich. Schön, weil heute haben wir für Sie mal ein bisschen was vorbereitet. Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was sich hier heute ereignen wird. Denn es ist eine Kleinigkeit, die ist gang und gäbe. Sie kommt häufiger mal vor und sie spielt sich doch relativ häufig auch genau an diesem Platz auf der Erde ab. Es ist Watkins Glen. Arschdunkel. Du siehst nichts. Nicht mal mein weißes Gesicht ohne weißen Bart. Nee, nicht mal das siehst du. Du siehst auch nicht mal Rudolf mit seinen roten Näsle. Aber was du siehst, sind die Lichter des Fahrers neben dir, währenddessen du durch eine Kurve schießt. Also, gucken wir uns doch mal folgendes Bildmaterial an. Oh, verzeihen Sie mir. Ich musste den Ton übrigens ausmachen. Weil hier läuft eine Disco im Auto. Können Sie hören? Können wir so nicht machen. Hier sind nur Weihnachtslieder angesagt. Aber gucken wir mal. Das ist wirklich ein sehr, sehr ärgerlicher Vorfall, denn das Eisenschwein an der Seite verliert leider ein bisschen die Traktion und rutscht dann rüber und fährt leider in den Lamborghini rein. Und alle anderen auch. Irgendwie muss man auch sagen, dass der Lamborghini sehr weit rausfährt auf einer normalen Linie, als wenn da keiner ist. Also, wenn wir uns das jetzt hier nochmal genauer angucken. Sieht man ja, dass der Lamborghini sehr weit rausfährt und ihn trotzdem noch trifft. Also, wenn wir uns das jetzt hier nochmal ganz genau anschauen. Lamborghini fährt sehr weit nach außen, rutscht selber ein bisschen weg und kommt nach links. Und der Bentley kommt dabei auch noch ein bisschen nach rechts. Also irgendwie nehmen die beide sich nicht so viel, oder? Ich wünsche den beiden auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit. Die haben sich scheinbar gesucht und gefunden. Aber wir werden da jetzt nichts machen. Denn sowohl der eine als auch der andere ist irgendwie aufeinander zugefahren. Und die beiden Autos sind weggerutscht. Und das ist dann ein Rennunfall. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen einen wunderschönen 11. Tag im Adventskalender. Und wir sehen uns morgen wieder. Zur 12. Episode und zum 12. Mal ein wunderschöner Fall, der auf Sie wartet. Also, bis dahin. Tschüss.